So, hallo und herzlich willkommen zum Türchen 19. Ich begrüße euch und freue mich sehr, dass du noch dabei bist und dir das anhörst. Ich freue mich auch am Ende, wenn ihr mir auch natürlich Feedback gebt, wie euch das gefällt. Vielleicht habt ihr auch Ideen, was wir noch anders machen könnten oder Wünsche oder so. Ich mache den Podcast ja vor allem für euch und freue mich dann natürlich immer wieder über Anregungen, Tipps, Ratschläge, Trost. Genau, oder Wünsche, ne? Das seid ihr immer willkommen. Auch vielleicht an der Stelle, wenn wir eh schon dabei sind, ne? Gerne auch Werbung. Ja, Quatsch, Werbung. Ja, ihr dürft auch gerne Werbung machen, das wollte ich aber nicht sagen. Gerne auch in den Podcast kommen als Podcast-Gast. Oder wenn ihr auch einen Podcast zum Beispiel habt oder irgendeine Plattform, dass wir uns da mal vernetzen oder so. Also ich bin da sehr, sehr offen dafür, alles, was die Homöopathie voranbringt, voranzubringen, ne? Also wenn ihr einen tollen Fall habt, selber zum Beispiel, dürft ihr auch ganz kurz einfach im Podcast kommen sowieso. Ne? Da muss man nicht immer drei, vier Stunden reden. Das geht also auch. So, genug Werbung gemacht. Ne? Wahrscheinlich wollte ich das sagen. Wir hatten gestern das Mittel Cyclamen Europaeum, glaube ich. Moment, ich habe es hier aufgeschrieben. Ja, Alpenfeilchen, passt also sehr gut. Hier in unser Gebiet. Ich weiß und zwar nicht, ob es hier wächst, ehrlich gesagt, aber wenn nicht hier, wo dann? Ne? Und eben schon von Hahnemann geprüft und ein Mittel, glaube ich, was ich selten sehe, dass das auf Wege Verwendung findet. Vielleicht tue ich euch damit auch Unrecht. Vielleicht haben es auch alle sofort erkannt. Aber es ist so eins der vielen, vielen Kummermittel, die, glaube ich, oft auch verpasst werden und man dann irgendwas gibt. Ignatia ist ja auch besser drin zum Beispiel. Ne? Natrium ist auch besser drin. Ne? Und so weiter. Ne? Also da gibt es ja viele Mittel, die dann dem sehr ähnlich sind. Aber diese Kombination aus Kummer- und Menzproblemen, die auch neu auftreten, das ist aus meiner Sicht recht unschlagbar. Aber eben Vorsicht, ne? Wenn die Menzprobleme schon immer bestanden haben und jetzt kommt Kummer dazu, ne? Dann muss es nicht unbedingt das Mittel sein, was dann alles heilt. Und meiner Erfahrung nach ist es oft eher ein Mittel für Zustände und nicht jetzt unbedingt ein Konstitutionsmittel über Jahre. Aber auch da wird es sicher Ausnahmen geben. Ich habe ja gehört von Leuten, sie Fälle auch mit Konstitution, mit Belladonna behandeln. Ne? Wisst ihr zwar nicht wie, aber auch das gibt es. Insofern ist das immer Unrecht, wenn man ein Mittel aussagt, das hat jetzt keine Tiefe. Ne? Das stimmt. Wahrscheinlich bei keinem Mittel am Schluss. Man muss nur wissen, wie anwenden. Gut, aber bevor ich jetzt hier wieder ins Schwafeln komme, heute haben wir einen Fall, der sehr interessant war, wo ich ein bisschen gebraucht habe, um aufs richtige Mittel zu kommen. Aber am Schluss darf man sich da nicht durcheinander bringen lassen vom Auslöser her. Und zwar ging es um einen relativ heftigen Unfall, der jetzt nicht unbedingt in der Schweregrad von Verletzung so stark war, sondern vor allen Dingen von den Wirkungen. Ne? Also das war ein Unfall mit dem Fahrrad und der Unfall selber war gar nicht so dramatisch eigentlich, ne? Also auch der Sturz und so weiter war alles relativ glimpflich, man konnte noch nach Hause gehen und so. Aber sie hat gesagt, dass der Schock ziemlich heftig war, also ein ziemlich heftiger Schock. Ne? Und sie hat dann relativ viel erzählt so von Nervensymptomen, Überreizungen, ne? Nicht unbedingt Schmerzen, sondern es scheint ihr irgendwie alles wie auf die, ich sag mal, aufs Gemüt geschlagen zu haben. Also er hat gesagt, sie kann im Moment nicht arbeiten, sie ist eigentlich nach einer Stunde, ist sie überreizt und dann muss sie heimgehen mit Kopfschmerzen. Sie hat Gedächtnisprobleme, obwohl sie nicht mal auf den Kopf gefallen ist. Also, ne? Lauter so, wo man am Anfang denkt, hä, was soll das? Also, ne, wenn man sich nicht so auskennt wie ich, ich habe da ein bisschen recherchiert und dann gesehen, ja, also es gibt ja auch Nervenschreck, ne? Muss ja nicht immer dann eine Verletzung sein. Ne? Aber sie hatte dann Verwirrtheit, extrem viel müde, muss schnell schlafen, verträgt kein Licht, verträgt kein Lärm, verträgt keine geistige Anstrengung und so. Also, na, als hätte sie eine Art Hirnerschütterung, ohne eine Hirnerschütterung gehabt zu haben. Fand ich noch recht speziell und da habe ich wirklich auch lang rumgedoktert. Ich fasse es jetzt für euch zusammen. Wahrscheinlich habt ihr schon lange gedacht, ja, ist ja logisch, gibt da einfach das, ne? Aber ich kann sagen, ich saß da eine Viertelstunde und dachte, hä?
Weil es war auch relativ frisch, also der Unfall ist auch erst so 4 Tage her, sodass ich eigentlich damit am Anfang gerechnet hätte, ja, gebe ich jetzt einfach hier ein Verletzungsmittel, fertig, Schluss, ne? Und habe mich dann erinnert an einen anderen Fall. Und wer die Adventskalender gut kennt, ich bin nämlich ziemlich sicher, dass ich den im letzten oder vorletzten Jahr hatte. Nämlich den Fall, ihr könnt ja mal suchen, ob ihr ihn findet. Den Fall, wo eine Dame in der Tiefgarage gestürzt ist und einen ziemlich ähnlichen Zustand hatte. Also wer sich an den Fall noch erinnert oder vielleicht die Studenten, denen ich dann in einem Unterricht mal erzählt habe, die ist mir wieder eingefallen und gedacht, ja komm, gib's da einfach das Mittel, mach, lass dich nicht durcheinander bringen. Ne? Und hab dann tatsächlich. Und jetzt die Leute, die gerne Repertorium haben, die werden mich jetzt hassen. Ich habe nämlich nur eine einzige Frage gestellt. Es tut mir leid. An alle, die jetzt fleißige Fallaufnahmen machen, 4 Stunden lang, bitte nicht ausschalten. Ich habe tatsächlich nur eine Frage gestellt, was ihr angenehmer ist, den Kopf nach vorne oder nach hinten beugen. Und sie hat ganz klar gesagt, das nach vorne geht gar nicht. Sie kann den Kopf wirklich nur nach hinten tun. Und so ein bisschen reiben tut ihr gut. Und mehr habe ich nicht gefragt, habe ich gefragt, wenn sie die Kopfschmerzen hat, was ihr denn gut tut. Allgemein tut ihr Schlafen gut und mehr habe ich nicht gefragt, Mittel gegeben und der Verlauf war fantastisch. Sie innerhalb eines Tages davon komplett erholt und konnte 2, 3 Tage später wieder ganz normal arbeiten gehen, ohne bleibende Schäden bis heute. Ja, also wer weiß, ob es jetzt auch ohne das Mittel, ne, wenn es so schnell gelaufen ist, kann es auch nicht so schlimm gewesen sein. Ne? Aber in dem Zustand, wo sie gekommen ist, habe ich gedacht, bui, die ist ja wirklich im Eimer. Also sie kann nichts. Ne? Die konnte auch nicht zu mir in die Praxis kommen, die musste gebracht werden. Also ne, das ist, wo ich wirklich dachte, boah Gott, ey, hoffentlich hat die nicht irgendwas Schlimmes jetzt erwischt da. Irgendeine, ich weiß nicht was, Hirnblutung oder so. Ich war schon wirklich, weil ich diesen Gemütszustand nicht reinbekommen habe oder mir das nicht zuerst eingefallen ist. Aber das sei der Teaser, ne? Gerade das Verletzungsmittel, was diese Dame bekommen hat, hat sehr, sehr viele Gemütssymptome, ne? Und sehr, sehr viele auch Gemütssymptome nach Verletzung ist eins der Hauptmittel, finde ich, für das, ne? Irgendwelche komischen Gemütssymptome nach einem Unfall ist das mein allerlieblingsmittel in den Anfangs Phasen und habe damit auch, wenn ich jedes Mal wieder da sitze und denke, hey, habe jedes Mal Erfolg damit. Genau, aber das weiß ich noch, wo ich den Fall vorbereitet habe, ich gesagt, das muss ich euch unbedingt bringen im Adventskalender und ich muss euch unbedingt erzählen, wie ich da eine Viertelstunde rumgekrepelt bin und keine Ahnung hatte, was ich machen sollte. Ja, habe deswegen nicht mehr 4 Symptome, ist einfach mehr so ein Fall zum Angeben für die Homöopathie, ne, was die alles so Schönes kann. Und ja, ich hoffe, vielleicht hat euch das gereicht. Ich denke, so die ganzen SAE-Schüler werden es erkannt haben, weil es ist recht archetypisch, dieses eine Symptom. Die es nicht haben, es gibt diese Rubrik Kopfschmerzen, besser Kopf nach hinten lehnen, da steht es auch drin. Also im Synthesis, man könnte mit dem Synthesis den Fall lösen, theoretisch zumindest. Alles Gute und bis morgen. Tschüss.